Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein paar News hier für euch vorbereitet, die ich jetzt in diesem Video mal auf locker und vor allem in mehr oder weniger eigenen Worten für euch zusammenfassen möchte. Viel Spaß bei dem Video. Ja, die Top-News, die heute durchs Internet kursieren, sind natürlich ganz klar die Headlines: Chinesen und Europäer dürfen als erstes wieder nach Thailand reisen. Die ersten Flüge aus China werden am 8. und am 25. Oktober gehen. Aus Guangzhou. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. 150 Passagiere bzw. Touristen dürfen dann erstmal nach Phuket fliegen mit einer AirAsia-Maschine, die extra dafür gechartert wurde. Und am 25. Oktober dürfen dann wohl 126 Touristen einen Flug mit Thai Smile antreten zum Suvarnabhumi Airport. Ja, und der dritte Flug, der da jetzt erwähnt wurde, soll am 1. November aus Skandinavien gehen, also aus Europa. Weitere Details sind da bis dato noch nicht bekannt, beziehungsweise mir auf jeden Fall noch nicht bekannt. Aber es ist natürlich ein Anfang, wenn auch erste europäische Touristen wieder nach Thailand reisen können, auch wenn in kleiner Zahl nur. Für die Touristengruppen stehen auf jeden Fall bis zu 300 Zimmern bereit in den Provinzen Chonburi, Buriram und Phuket. Warum Buriram jetzt genau, kann ich euch leider nicht sagen. Auch wird in Betracht gezogen, einen weiteren Ort in Erwägung zu ziehen. Die Touristen werden auf jeden Fall in einem von 5 Hotels untergebracht, die in dem sogenannten Quarantäneplan bzw. durch den sogenannten Quarantäneplan genehmigt wurden. Und das alles läuft wohl über dieses spezielle Touristenvisum. Naja, wie auch immer es jetzt nun kommen wird, es tut sich was. Wir werden dann sehen, ob die Touristen dann wirklich in Thailand gelandet sind und wie das Ganze dann verläuft. Nicht zu vergessen, Quarantäne 14 Tage nach wie vor. Aber ja, wie gesagt, es tut sich was. Des Weiteren wird so berichtet, dass die Tourismuskampagne We Travel Together bis zum Jahresende verlängert werden sollen. Ja, das lief ja an, um den Inlandstourismus etwas anzukurbeln. Da wurden dann teilweise bis zu 40% an Subventionen rausgehauen, sage ich mal, um die Zimmerpreise günstiger zu gestalten für die Inlandstouristen. Und es musste sich außerhalb der Heimatprovinz des Touristen befinden, um die Subvention quasi in Anspruch zu nehmen. Allerdings soll die Reaktion auf die Kampagne wohl eher enttäuschend gewesen sein. Rund 1,2 Millionen thailändische Touristen dann vor allem haben dieses in Anspruch genommen. Aber diese Zahlen waren wohl nicht ausreichend für die, ich sag mal, Entwickler des Programms. Denn es konnte bei weitem nicht die fehlenden ausländischen Touristen abdecken. Jetzt soll das Ganze aber verlängert werden. Es wurde auch vorgeschlagen, anstatt 40% 60% Subvention auf die Zimmer zu geben. Und ja, vom 19. bis zum 22. November gibt es wieder ein langes Wochenende. Und vom 10. bis zum 13. Dezember, um den Inlandstourismus wieder etwas anzukurbeln. Vor einigen Wochen habe ich einen Livestream gemacht, kurz mal an der Stelle, und da haben wir mal just for fun geschaut bei Agoda, was denn so derzeit die Hotelpreise sind. Und da gibt es wirklich günstige Preise derzeit für 5-Sterne-Hotels etc. Aber nutzt ja alles nichts, ne? Und last but not least, das letzte Thema. Thailand hat die Visa-Amnestie verlängert für ausländische Touristen. Und das bis Ende Oktober. Ja, die Lage hat sich in vielen Ländern wieder verschärft bezüglich Corona etc., so dass viele Heimkehrer, die jetzt eigentlich vielleicht Ende des Monats zurückfliegen wollten, doch Schwierigkeiten hatten, in ihre Heimatländer zurückzukommen oder auch sogar Reisebeschränkungen dort herrschen. Nach dem 31. Oktober soll dann eine erneute Visaverlängerung von 60 Tagen möglich sein, falls man aufgrund von ausgefallenen Flügen bzw. gar nicht stattfindenden Flügen die Heimreise oder sonstigen Problemen dann die Heimreise nicht mehr antreten kann, beziehungsweise nicht antreten kann. Ja, also wie ihr so hört, gestern und heute ist wieder einiges passiert. Was am Ende davon jetzt wirklich so läuft, wie es angekündigt wird, schauen wir mal. Wie ihr das ja mittlerweile aus der Vergangenheit schon kennt, vieles ist angekündigt, muss noch irgendwo an irgendeiner Stelle genehmigt werden. Bleibt immer nur abzuwarten. Wir schauen mal, ob die ersten Berichte dann kommen, dass die ersten Touristen Thailand bereisen. Man wird sehen, wie das Ganze dann verläuft, wie es weitergeht, peu à peu, Schritt für Schritt etc. Ihr wisst ja schon Bescheid. Whatever, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt doch mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr?
Klappt das mit den ersten Touristen, die Thailand bereisen sollen aus China und aus Skandinavien? Oder wird sich da nochmal was ändern? Man weiß es nicht, ne? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Ciao, ciao!